Vielen Dank. Tubidum. So, sind wir schon live? Ah, okay. Das heißt, ich sehe da nämlich gar nicht, wer alles da ist. Kann ich also loslegen? Einen wunderschönen guten Mittag. Zum Vortrag kein Backup, trotzdem etwas Mitleid, der jetzt in gekürzter Form etwas vorliegt, weil ich ein paar Sachen leider nicht mehr testen kann, da mir die Hardware fehlt. Erstmal Vorstellung der B1. Es sind zwar schon ein paar Kollegen von mir hier gewesen, wer sich also hier einen Vortrag, ich glaube der Vortrag, der genau hier vorlief, von Tilman Kranz, der wird das schon gesehen haben. Ich mache es trotzdem nochmal in Kurzform. B1 Systems gibt es seit 2004 und ist spezialisiert auf Linux- und Open-Source-Themen. Wir sind national und international tätig, momentan knappe 150 Mitarbeiter, plus minus. Und wir sind unabhängig von Soft- und Hardwareherstellern und haben dort ein großes Leistungsangebot. Von Managed Services über Support, Training, Beratung, Consulting und so weiter und so fort. Und wir haben Standorte, einerseits der Hauptstandort, das ist in Rockholding. Wer das auf der Karte sucht, der muss in der Nähe von Ingolstadt und Vohburg mal gucken. Da ist ein kleines Örtchen, da ist das Ganze gestartet. Ansonsten haben wir noch Offices in Köln, Berlin, Dresden und Jena. Genau. Und unsere Schwerpunkte sind ja, hier Container, Linux-Distributionen. Wir haben hier Hochverfügbarkeit, Integrationsgeschichten, Management und so weiter und so fort. So, kurz gefasst. Worum geht es hier in dem Vortrag? Ich muss da einen kleinen Disclaimer erstmal loslaufen lassen. Oder möchte das loslaufen lassen, bevor jemand dann sagt, naja, der Westphal. Achso, der hat sich selber noch nicht vorgestellt. Ich bin 43 Jahre Consultant und Trainer bei der B1, von 2011 bis 2014 und jetzt seit 2020 wieder. Und bin dort hauptsächlich im Support derzeit tätig. Genau. In meiner Freizeit mache ich Therapiehundearbeit und verschiedenes anderes. So, jetzt der Disclaimer. Also, wer jetzt kein Backup hat, er sollte sich überlegen, irgendwann mal sich sowas zuzulegen. Das ist hier nichts, wo ich meine Hand für ins Feuer lege, dass es immer funktioniert. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich keine Daten wiederherstellen konnte, obwohl alles am Anfang sehr, sehr gut aussah. Andererseits habe ich natürlich auch Sachen, wo ich Sachen wiederherstellen konnte, obwohl es anfänglich schwierig aussah. Hier in den Folien sind ein paar Sachen etwas abgehackt oder etwas kurz dargestellt. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein. Und nachher haben wir eine Frage- und Antwortrunde. Da können wir auf Sachen, die vielleicht hier dem einen oder anderen gefehlt haben, noch drauf eingehen. Und ja, da können wir da noch ein bisschen was machen. Gut, worum geht es hier? Wie gesagt, im privaten Umfeld ist es nicht immer unbedingt üblich, dass Menschen sich Backups ihrer Daten anlegen. Das Häufigste, was man hat, ist, dass man irgendwo auf derselben Festplatte vielleicht noch einen zweiten Ordner hinlegt. Das ist jetzt nicht wirklich ein Backup, aber ja, gut, wir hätten vielleicht eine Versionierung oder sowas daraus. Wenn wir schon etwas professioneller oder etwas ängstlicher sind, dann haben wir das vielleicht noch auf einer zweiten Platte. Da läuft dann irgendwo eine USB-Platte durch die Gegend, auf die hin und wieder mal alles draufgeschoben wird. Aber das ist bei den meisten so der Usus. Ja, wenn das jetzt hier ein Live-Vortrag wäre, hätte ich gefragt, wer hat ein Backup? Und dann gehen immer relativ wenige Hände hoch. Das wäre dann genau deswegen. Was passiert dann also irgendwann? Ich möchte darauf hinweisen, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist also die Zeit im Jahr, in der wir zu den Familien und Bekannten gehen, um dort die IT-Probleme zu lösen. Stehen vor uns, gucken uns an und sagen, hier, ich habe USB-Stick in der Hand, eine kleine externe Platte, eine SD-Karte vom Handy, irgendwas. Und sagen, hier waren die Bilder drauf, von der Taufe, von Nichte sowieso. Alles weg. Kann man da was machen? Ja, wir gucken uns das dann meistens an, oder wir wollen uns das dann mal angucken. Und darum handelt es hier, nämlich wie können wir
Daten, die auf solchen mobilen Datenträgern hauptsächlich sind. Es geht natürlich auch mit Platten. Allerdings sind Platten etwas größer und wir brauchen eben auch einen speziellen Platz. Das heißt, wir werden dann irgendwo an Grenzen mit unseren Ressourcen kommen. Natürlich auch, was die Zeit angeht. Da kann ich nachher nochmal drauf eingehen, wie wir sowas wiederherstellen können. Ja? Und ich beschränke mich hier in erster Linie mal auf die üblichen Dinger, das heißt SDs, USBs, Disketten, externe Platten, USB-Sticks hatte ich schon, so diese Geschichten. Was können wir dort wiederherstellen? Wir können unter Umständen nicht mehr vorhandene Partitionstabellen wiederherstellen, wir können nicht vorhandene Bootsektoren wiederherstellen und wir können einzelne Dateien wiederherstellen und können versuchen zu retten, was da eben noch zu retten ist. Oh, dort muss ich hier machen. So, was geht leider? Darum geht es hier momentan nicht. Es geht nicht darüber, dass wir einen Degraded Rate wiederherstellen. Warum geht das nicht? Das wäre jetzt etwas zu speziell, denn im Prinzip sind wir da auf den Hersteller des Rates angewiesen, beziehungsweise wenn wir ein Software Rate haben, quasi welche Version haben wir. Könnte ich vielleicht mal darüber überlegen, ob ich da noch einen Vortrag zu mache. Wir können nicht wiederherstellen verlorene Schlüssel für Verschlüsselung von Platten. Da habe ich mal einen schönen Vortrag gesehen, wie das machbar ist. Gut, okay, hat eine Weile gedauert und es waren Teile des Schlüssels bekannt. Von daher ging es wohl. Und verlorene Daten nach Ransomware. Wenn wir kein Backup haben und alles wurde verschlüsselt, dann ist das einfach schwierig. Wir können dann bedingt nichts mehr herstellen. Eventuell wäre da, wird vielleicht noch erwähnt, das Sleuth-Kit wäre da vielleicht noch eine Sache. Allerdings ist da die Entwicklung ein bisschen eingefroren. Bin mir da nicht so sicher, ob das mit aktuellen Dateisystemen soweit kann. Und nach einer Katastrophe, ich möchte darauf hinweisen oder daran erinnern, dass nach zum Beispiel 9/11 ein paar Firmen sehr groß geworden sind, die letztendlich kaputte und verbrannte Festplatten wieder zusammengepuzzelt haben und davon Daten wiederhergestellt haben. Auch das geht hier nicht darum. Das können wir einfach nicht bewerkstelligen. Dafür fehlt uns die Technik. Ja, und für diese Fälle gilt dann wieder, wenn wir kein Backup haben, dann ist das unser Fehler. So, was könnte also passiert sein? Wenn wir jetzt also wieder an das Thema zurückgehen, was ich anfänglich sagte, Verwandte, Bekannte kommen auf uns zu und sagen, etwas funktioniert nicht oder etwas Daten sind fehlen, dann kommt von uns natürlich automatisch die Frage, was hast du gemacht oder was ist passiert? Und die erste Antwort immer, hab nichts gemacht. Die nächste Antwort könnte auch sein, gestern ging es noch, ich weiß nicht, was passiert ist, kommt dann meistens in dieselbe Falle. Das ist auch richtig, denn im Prinzip, wenn wir etwas aktiv löschen, dann wissen wir, was wir getan haben. Dann haben wir meistens auch irgendwo noch eine Möglichkeit, vielleicht dazwischen zu intervenieren oder. Ja. Aber hier, wenn die Daten auf einmal weg sind, dann haben wir nichts gemacht oder es ging noch. Ist ganz von alleine passiert. Das ist relativ normal, deswegen brauchen wir diese Frage fast gar nicht mehr stellen. Wir stellen sie aber trotzdem, weil wir stellen dann nochmal eine zweite Frage, was wirklich passiert. Dann kommt raus, Daten versehentlich gelöscht. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben aus Versehen vielleicht, das ist dann schon die etwas professionellere Sache, wir haben aus Versehen irgendeine Partitionstabelle überschrieben, irgendwo ein Quick-Format laufen lassen, USB-Stick von einem Ding auf den nächsten getragen, war vielleicht vorher ein Extended-Dateisystem drauf, wir stecken es in Windows rein, Windows sagt, kann damit nichts anfangen, formatiert es einfach mal schnell. Wir könnten uns ein Virus oder ein Ransomware eingefangen haben. Ja. Wir können Kommandozeile aus dem Forum irgendwoher kopiert und eingeführt haben. Klassiker, früher RM-RF, Read Mail Really Fast. Oder eben ganz, ganz, ganz beliebt, so einen externen Datenträger nicht ordentlich entfernt. Dann passiert das gerne, dass irgendwelche Daten nicht geschrieben werden konnten oder nicht richtig geschrieben werden konnten. Das hier zum Beispiel ist mir letztens passiert, kommt eine Bekannte auf mich zu mit einer 3 Terabyte externen Platte. Da hat sie ihre ganzen Bilder, die macht so semi-professionell, fotografiert sie für Bands. Das hat für mich den Vorteil, ich komme kostenlos auf Konzerte, wenn ich ihr ein bisschen helfe. Irgendwann kam sie, waren eine Apple, ist ihr die Platte rausgezogen. Das Dateisystem war nicht mehr lesbar, es war komplett weg. Ja, nicht ordentlich entfernt. Konnte man tatsächlich noch was machen. So, anderer Fehler. Stromausfall, das geht hier in dieselbe Richtung wie Datenträger nicht ordentlich entfernt. Stromausfall passiert, ist mir vor 3 Wochen passiert. Da war hier in München, wo ich wohnte, in dem Viertel,
war für 2 Stunden komplett der Strom weg, warum auch immer. Defektes Gerät. Wir können natürlich defekte Geräte haben, einen Ersatzproduktionsfehler. Dann könnten wir das Problem haben, dass das Gerät einfach aufgrund von Lagerung, von Transport oder sonst was irgendeinen Schaden gekriegt hat. Oder die Lebensdauer ist abgelaufen. So eine Platte, sagte ich früher immer 5 Jahre, 3 Jahre, danach sollte sie, eine drehende Platte, sollte danach ausgewechselt werden. Wenn sie länger läuft, ist es gut. Wenn nicht, dann ist sie halt durch. Ja? Oder eben, wir haben Softwarefehler, ja? Beziehungsweise auch hier Produktionsfehler könnte sein. Softwarefehler können auch vorhanden sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was noch. Ich möchte hier nur auf ein paar eingehen, die als Beispiele dienen können, was passiert sein kann, dass wir Daten verloren haben. So, denken wir uns nochmal über nach, wie funktionieren Dateisysteme und wie werden Daten gelöscht. Ja. Klassische Dateisysteme muss man sich so vorstellen, wenn man sich so einen Stadtplan von New York ansieht oder von Eisenhüttenstadt, das dürfte ähnlich sein, oder Mannheim, da ist das auch schön mit den Quadraten. Da haben wir also quasi unsere Straßenzüge, die sind vorgegeben und dann haben wir quasi unsere Blöcke. In diesen Blöcken werden Häuser gebaut. Ja, und dann stehen also quasi die Adressen fest. Wenn wir das quasi analog übernehmen, dann haben wir quasi bei einem klassischen Dateisystem, wenn wir das formatieren, dann werden eben quasi diese Blöcke, die Straßenzüge, die Adressen vorgegeben und dort legen wir unsere Dateien rein. So, wenn ich jetzt also auf eine Datei zugreifen möchte, egal ob ich das jetzt auf einem DOS, auf einem Windows, auf einem Linux, auf einem Unix mache, geht es letztendlich folgendermaßen vor. Wir gucken in irgendeiner Tabelle und in der Tabelle steht, die Datei Präsentation für Tuxtage befindet sich an der und der Adresse. Ja? Und dann gibt es einen Verweis, ich gehe auf dieses Ding und kann diese Datei lesen. Bei neueren Dateisystemen, B-Tree-Dateisystemen, also ButterFS, ZFS, HammerFS und dergleichen, da läuft das ein bisschen anders. Dieses Copy-on-Write ist einfach, gehe ich vielleicht später drauf ein oder nachher eine Fragerunde. Ja, das würde jetzt hier den Rahmen etwas sprengen. Auf jeden Fall, da läuft das anders ab. Deswegen ist es auch, was ich nachher zeige, ein paar Tools auf diesen Dateisystemen nicht unbedingt eine gute Idee anzuwenden, das einfach zu komischen Effekten führen wird. Deswegen, klassische Dateisysteme funktionieren da eher irgendwie quasi so eine alte, wie so eine Modellstadt. Ja? Wir legen quasi die Straßen und Straßenzüge an und dann sind da die Blocks. Deswegen können wir da natürlich auch nachher interessante Dinge tun. So, wie wird dann also eine Datei gelöscht? In altem DOS war das super lustig, wer sich da noch erinnert, da wurde das erste Zeichen des Dateinamens oder des Verzeichnisnamens durch ein Fragezeichen ersetzt. Dann war das Ding nicht mehr da. Der Inhalt und so weiter, der war noch da, aber die Zuordnung war weg. Und wenn wir dann irgendwann eine neue Datei abgespeichert hat, dann wurde das quasi darüber gebügelt. Das heißt, wenn wir jetzt eben nach dem Löschen einer Datei und bevor wir irgendwas anderes, also wir haben die Datei gelöscht und bevor wir irgendeine andere Datei schreiben oder bevor wir das damals sehr beliebte Defrag laufen haben lassen, bestand noch eine gewisse Zeit, in der wir hätten Dateien wiederherstellen können. Und zwar wie? Kommen wir gleich zu. Nächste Tafel. Ab Windows NT. Für die meisten ist das dann wohl die Zeit um Windows 2000 XP gewesen, wurden diese Einträge, die waren früher in einem speziellen Verzeichnis abgelegt, wo die Dateien haben zu finden waren, wurden dann in diese MFT, da habe ich jetzt wieder den Namen vergessen, das war die Mandatory File Table, ersetzt im Prinzip ähnlich. Allerdings ist es jetzt quasi eine Tabelle, also eine Art Datenbank, die abgelegt wird. Auch dort befindet sich dann wieder quasi ein Link, wo sie, also eine Information, an welcher Adresse sich welche Datei befindet. Übrigens auch noch weitere Sachen wie Zugriffsrechte und so weiter, die jetzt da dazugekommen sind. Ist übrigens ähnlich wie unter Unix-artigen Systemen mit der Inoden-Tabelle. Sehr ähnlich aufgebaut, aber natürlich anders, sonst wäre es ja nicht von Microsoft. Und dort wurden die Dateien rein und dann wurden eben die Einträge gelöscht. Wir erkennen das auch, dass quasi irgendwo hier Dateinamen länger werden konnte. Ne? Vorher hatten wir quasi diese 5+3 Beschränkung. Das heißt, wir hatten 5 Buchstaben für den Namen. Übrigens war Groß- und Kleinschreibung egal. Und dann hatten wir noch 3 für eine Endung. Ne? Und hier konnten wir jetzt auf einmal längere Dateinamen einsetzen. Unter Linux, BSD und bei klassischem macOS, ja,
haben wir quasi eine Notentabelle. Auch da haben wir quasi wieder irgendeine Adresse und wir haben dann die Noteneinträge. Jetzt haben wir folgende Frage hier, kann sich jeder mal überlegen, haben wir eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel hier einen zusätzlichen Eintrag für eine Datei haben können, das heißt, dass eine Datei zwei Einträge in der Notentabelle hat? Ja, haben wir, das ist die sogenannten Hardlinks, wer sich da noch dran erinnern möchte. So, als nächstes haben wir hier, also als alles, Entschuldigung, allen bleibt dabei gleich, dass der Inhalt, nachdem wir eine Datei gelöscht haben, weil wir löschen ja immer nur die Einträge hier in diesen Tabellen oder hier in dieser Notentabelle oder eben wir setzen hier quasi den Dateinamen. Der Inhalt bleibt also noch eine Weile erhalten. Das heißt, der Inhalt der Datei bleibt erhalten. Übrigens, eine Ausnahme ist mir bekannt, wenn ich mit dem Standard RM von OpenBSD arbeite, das hat hier diesen Switch-P. Wenn ich diesen eingebe, dann wird der Dateiinhalt, bevor die Datei gelöscht wird, einmal überschrieben mit zufälligen Daten. So eine Art Wipe. Ja. Das ist der einzige mir bekannte Vorfall, wo das eventuell nicht ist. Das heißt, wenn ich da ein Alias gesetzt habe. Allen bleibt, wie gesagt, erhalten. Wir haben quasi den Inhalt gleich. Wenn wir also überlegen, wir wollen jetzt zu Weihnachten Plätzchen backen und brauchen die Erdbeermarmelade von Oma. Oma hat eben tonnenweise Erdbeermarmelade eingekocht und nicht nur Erdbeermarmelade, auch Himbeermarmelade und sonst was. Das Problem ist, sie hat die Markierung auf diesen Gläsern mit einem schlechten Kleber drauf gemacht. Das heißt, die sind alle weg. Wir haben jetzt also quasi ein Regal voll Marmelade von Pflaumenmus bis Quittengelee oder sowas. Na? Wir haben das da, da müssen wir also vorgehen, wir müssen dann gucken uns jedes Glas an und wir wissen in etwa, wie Erdbeermarmelade aussieht und dann finden wir die Erdbeermarmelade. Könnte zum Beispiel ein Vorgang sein, den könnten wir hier so uns vorstellen. Ne? Also uns fehlt die Zuordnung, was ist was, wir müssen uns dann alles angucken. So, wie stellen wir also wieder Daten her? Das ist jetzt der interessante Teil. Gucken wir uns das früher an unter MS-DOS, da war das Ganze einfach. Unter MS-DOS gab es ein Programm, das wurde mitgeliefert, das hieß Undelete. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ich hoffe, es sind noch ein paar alte Hasen da, die das noch kennen. Wenn ich Undelete gelaufen habe lassen, Undelete konnte dann quasi lesen, hat gesehen, oh, hier sind Dateinamen, da ist ein Fragezeichen drin, Verzeichnisnamen mit Fragezeichen, hat uns hier hin. Wir konnten dann irgendeinen Buchstaben, konnten dann sagen, der erste Buchstabe ist ein, was weiß ich, also bei der Datei Test, die wir gelöscht haben, konnten wir daraus machen Rest, Pest, Best, was auch immer, dann stand die Datei da. Wir konnten wieder darauf zugreifen. Wenn wir jetzt also den richtigen Buchstaben wussten, der da vorher war, dann konnten wir die Datei 1 zu 1 wiederherstellen, so wie sie war. Und wenn nicht, haben wir irgendeine Datei, irgendeinen Buchstaben genommen und konnten uns die Datei schon mal angucken und danach aufgrund dessen rauskriegen, was war denn das für eine Datei? Und das war's. Ja, konnten einen beliebigen Buchstaben oder den richtigen geben. Dann war die Datei wieder da. Sowas geht heute nicht mehr. Ich habe auch echt probiert, hier von Bilder zu finden. Ich habe tatsächlich nichts Schönes gefunden. So, bei den meisten Desktop-Systemen und auch bei Android, bei iOS weiß ich es nicht, habe ich noch nicht benutzt, werden heutzutage Dateien nicht mehr direkt gelöscht, sondern die kommen immer erstmal in eine Art Papierkorb. Die werden irgendwo zwischen abgelegt. Manche werden dazu noch komprimiert oder sonst was. Das heißt, wenn wir also Daten wiederherstellen wollen, ist das Erste, was wir tun können, wir gucken mal, ob wir irgendwie sowas finden. Irgendein Verzeichnis namens recyclebin.trash oder in Linux ist es meistens im Home-Verzeichnis .localshare-trash. Dort gucken wir mal rein und da finden wir häufig genau das, was wir suchen, nämlich die gelöschten Dateien. Also quasi, falls jemand was gelöscht hat, ganz gerne auf externen Datenträgern, auch mal da gucken. Da gibt es dann auch irgendwelche Trash-Recycle-Bin-Unterordner, meistens versteckt. Und dort gucken wir mal rein. Dort finden wir relativ viel und können schon mal unsere magischen Finger gespielt haben. Leute sind total begeistert, hätten sie nie dran gedacht. Warum? Die Dinger sind versteckte Ordner. Ja, also USB-Stick hier drin. Was aus Versehen gelöscht, das war auf einem Mac gelöscht, komme ich aufs Windows, gucke rein, Datei weg. Naja gut, Mac benutzt einen anderen Ordner als Windows. Finden sie nicht mehr. Und können wir schon mal hergehen. Ja, können gucken, können Daten wiederherstellen, indem wir einfach nur
ausnutzen, dass die Dinger irgendwo abgelegt werden sollen. Sollten die da nicht mehr liegen, haben wir dann die Möglichkeit, das Tool Testdisk zu benutzen. Das benutze ich übrigens relativ gerne. Testdisk von einem Herrn Christoph Grenier. Die Webseite steht hier unten, da kommen wir gleich. Es ist freie Software unter der GPL, existiert für alle gängigen Betriebssysteme, kann ich nur empfehlen. Ein ganz kleines Paketchen gibt es von Windows über BSD zu macOS. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo eine Version für Heiko gefunden. Die aktuelle Version ist von 2019 Juni, ist also schon gut abgehangen. Aber im Vergleich zu den Softwaren, die wir nachher noch sehen werden, die Ähnliches tun, ist es relativ aktuell. Funktioniert übrigens auf FAT, exFAT, NTFS, Extended 2. Es funktioniert auf Extended 3, auch auf Extended 4. Es funktioniert auch auf XFS, allerdings da nur bedingt. Warum sage ich, es funktioniert mit diesem Dateisystem? Dieses Testdisk hat verschiedene Features. Das hat hier, glaube ich, alles gar nicht mehr auf die Folie gepasst. Wir werden das gleich mal ansehen. Das kann relativ viel, oder? Kommt natürlich auf die Webseite. Da kommen immer wieder neue Features hinzu. Es kann nämlich unter anderem die Partitionstabellen, falls wir überschrieben haben, wiederherstellen. Kann uns Bootsektoren wiederherstellen. Es kann allerdings auch gelöschte Dateien finden und wiederherstellen. Und wie macht es das? Es kann eben hier diese MFT-Einträge, die wir haben, erkennen und dann wiederherstellen. Ne? Oder es geht auf Inoden-Backups und kann da Dinge wiederherstellen. Ne? Wie gesagt, hier ist die Website cgsecurity.org. Da könnt ihr euch das runterladen oder aber es ist in den meisten gängigen Linux-Distributionen ein Paket vorhanden. Paket heißt Testdisk. Und bei Dateisystemen, wie hier hat sich der Fehlerteufel eingeschrieben, wie ZFS, nicht XFS. XFS, wie gesagt, geht eigentlich. ZFS ist hier das Problem, das muss ich nochmal beheben. ZFS oder eben APFS, das sind diese ganzen proprietären Dateisysteme. Bei ZFS kann man sich streiten, ob es proprietär ist, aber hier liegt auch aus. ButterFS würde ich es auch nicht nehmen. ZFS, ButterFS, HammerFS, aufgrund dessen, dass es Copy und Write ist. APFS, es ist ein proprietäres Dateisystem. Da funktioniert es leider nicht. Da haben wir dann andere Möglichkeiten, wie wir noch an unsere Daten rankommen. Aber hiermit können wir eben, wie gesagt, Daten herstellen und es hat auf diesen Dateisystemen hier auf jeden Fall mal so eine Art Undelete-Feature. Es gibt noch andere Software. Ich habe mich da auch hier im Zuge dieses Vortrags mal ein bisschen durchgelesen. Da gibt es recht vieles, was quasi genau dasselbe tut. Das Ganze mit einer schönen grafischen Oberfläche versehen. Funktioniert dann auf Datenträgern bis ca. 2 GB. Ab 2 GB kostet es dann 60 Euro und aufwärts für eine Einjahreslizenz. Das brauchen wir nicht ausgeben. Das können. Funktioniert genauso hier. So. Sollte Testdisk nicht funktioniert haben, haben wir die nächste Möglichkeit. Wir können die sogenannten Filecarver benutzen. Filecarver sind ein tolles Teil, sind tolle Tools. Die kommen so ein bisschen aus der Datenforensik. Was macht ein Carver? Ein Carver ist Dateisystem agnostisch. Das heißt, er geht einfach nur blockweise über unseren Datenträger und sucht sich quasi Header-Informationen und Futter-Informationen. Und dann geht er davon aus, dass quasi etwas zwischen Header und Footer die Datei, die Information ist. Das heißt, er sieht den Header eines JPEGs und sieht den Footer eines JPEGs, dann sagt er, okay, dieses Teil hier, das wird wohl eine JPEG-Datei sein. Und dann wird das abgeschrieben. Dasselbe macht es auch mit anderen Dateien, mit RAW-Dateien, mit Audiodateien, mit Dokumenten, mit PDFs, etc., etc., etc. Da können wir auch, übrigens sollten wir ein eigenes Dateiformat mit eigenem Header entwickelt haben, für irgendwelche Dinge, dann können wir auch da unsere eigenen Informationen ablegen und dann kann es das auch. Ja, die sind relativ leicht manipulierbar oder anpassbar. Viele dieser Carver oder ziemlich alle Carver, die ich bislang getestet habe, haben eine gewisse Anzahl an Header-Informationen eingebaut, mit denen sie arbeiten können, was das Ganze auch durchaus ein bisschen anstrengend macht, weil wenn ich so ein Ding über eine Festplatte laufen lasse, wie gesagt, die Dinger sind dateisystemagnostisch, das heißt, die kennen schon mal keine Files, also die kennen keine Partitionsgrenzen, die kennen keine Ordner, die kennen keine Unterordner. Das heißt, ich kann das Ding nur auf das gesamte Device ansetzen.
die finden dann dementsprechend alles Mögliche. Das heißt, es wäre dann schon mal von vornherein eine gute Sache, eben das Ganze einzuschränken. Also was dieses Tool finden soll. Und da kommen wir auch an das nächste Problem, was wir haben werden bei ZFS, XFS und Konsorten, also bei den Copy-and-Write-Systemen. Das heißt, wir werden identische Dateien mehrfach finden, weil die mehrfach vorhanden sind. Ja, das hat an der Funktionsweise von diesen Copy-and-Write-Dateisystemen zu tun. Wie gesagt, Carver scannen den Datenträger nach Headern und Footern. Wenn Sie einen finden, einen Header, dann suchen Sie weiter bis Footer. Dann wird quasi das, was dazwischen gefunden ist, als Datei weggespeichert, sind dateisystemunabhängig, lassen sich erweitern. Sie sind relativ zeitintensiv, relativ, sage ich, kommt drauf an, je nachdem, wie groß eben unser Eingabemedium ist, was wir haben und natürlich nach wie vielen Fileinformationen wir suchen. Ja, wenn wir nur nach einer einzigen Sorte Dateien suchen, dann geht das relativ fix. Wenn wir nach mehreren suchen, wird es ein bisschen schwieriger. Manchmal wissen wir gar nicht, nach was wir suchen müssen. Ein bisschen Zeit sollten wir einplanen. Und sie lassen sich nicht auf Ordner- und Dateisystem beschränken und können keine Dateinamen wiederherstellen. Wie gesagt, wir kriegen am Schluss zufällige Dateinamen, die nichts mit Ordnern und Dateitypen zu tun haben. Dafür können wir Dateien wiederherstellen. Was schön ist, wenn wir speziell an Mediendaten denken, wir haben Metainformationen und können anschließend quasi über diese Metainformationen diese Dateien vielleicht wieder sortieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Fotoarchiv haben, können wir mit dem EXIF-Daten sagen, sortiere mir bitte dieses Fotoarchiv nach Zeitpunkt der Aufnahme. Und dann dauert das ein bisschen und dann haben wir das wieder schön sortiert und können da eben gucken. Doppelte Dateien können wir natürlich auch ausmerzen, können dann doppelte Dateien aussieben lassen. Also von daher, aber das sind andere Tools. So. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl an Carvern. Das eine ist das Tool Photorec, mit dem ich momentan am liebsten arbeite. Photorec hat den Vorteil, es ist gleich mal in diesem Testdisk-Paket vorhanden. Es kommt vom selben Entwickler. Das ist auch damit integriert. Funktioniert extrem gut. Nicht unbedingt das schnellste, aber mit eines der besten oder was die Datenmenge höchsten. Dann haben wir das Tool Formouse. Das habe ich früher sehr gerne benutzt. Das wurde mal für die US Air Force Office of Special Investigations entwickelt. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, funktioniert ganz gut, hat bei mir gerade einen leichten Bug in der Darstellung. Bin ich mir nicht ganz sicher, warum. Und wir haben das Tool Scalpel. Scalpel, ich habe immer das Gefühl, dass das ein Fork von Foremost sein muss. Die funktionieren beide sehr ähnlich. Ich habe auch nie rausgekriegt, ob da irgendwas ist. Bei Scalpel zum Beispiel ist die Entwicklung, ich glaube, der letzte Commit war vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren, war da nochmal irgendwas in der README-MD kurz geupdatet. Beide funktionieren hervorragend. Das hier hat übrigens den Vorteil, dass es Multithreading-fähig ist. Ja, wir können da also ein bisschen schneller werden. Ja, ansonsten diese beiden hier, Formos und Scalpel, sehen sich sehr, sehr ähnlich und fühlen sich auch sehr ähnlich an. Ich persönlich benutze momentan eher Photorec. Ihr werdet auch nachher sehen, ich habe jetzt dann gleich eine Demo vorbereitet, wo wir die alle dreimal benutzen, quasi auf dasselbe Problem anwenden. Dann werden wir sehen, dass Photorec tatsächlich noch mehr Informationen rausziehen kann als die zwei. Und das ist, wie gesagt, nur ein einziges Tool, was wir brauchen. Wie arbeiten wir mit einem Carver? Muss mal hinmachen hier, sonst reicht es mit der Zeit nicht. Wie arbeiten wir mit einem Carver? Für einen Carver empfehle ich immer erstmal ein Image des betroffenen Dateisystems erstellen. Das macht einfach Sinn. A, geht es durchaus schneller. B, brauchen wir nicht die ganze Zeit Rootrechte, um darauf zuzugreifen. Und D, wenn wir zum Beispiel eine Platte haben und diese Platte wieder zum Drehen gebracht haben, dann würde ich gucken, dass wir das Spindown so schnell wie möglich ausschalten und so schnell wie möglich mit DD, wenn vorhanden, oder wenn vorhanden DD Rescue, ansonsten DD, uns ein Image davon ziehen und auf diesem Image arbeiten. Deswegen brauchen wir genügend Platz. Ja, wir brauchen genügend Plattenplatz, um damit zu arbeiten. Und es kann mehr gefunden werden, als wir eigentlich da drin haben. Das werden wir auch gleich sehen. Deswegen sage ich immer so, dreimal die Dateisystem oder die Datenträgergröße
ist eigentlich eine gute Faustformel, mit der ich arbeiten kann, um Daten wiederherzustellen. Jetzt merkt ihr schon, wie gesagt, dass das mit Platten ein bisschen schwierig wird. Wenn hier einer kommt mit einer 3-Terabyte-Platte, dann wird es bei mir hier eng. Ja. Da, so viel habe ich einfach nicht da, um was abzulegen zurzeit. Wie gesagt, Image erstelle ich entweder mit DD, am liebsten aber mit DD Rescue. Warum DD Rescue? DD Rescue hat ein paar Vorteile. Das heißt, ich kann teilweise mehr wiederherstellen als mit DD. Image kann übrigens auch mit Testdisk hergestellt werden. Also wenn wir jetzt quasi auf einem Windows-Rechner sind und nichts haben, wir können uns auch mit Testdisk eben schnell ein Image erzeugen. Und dann müssen wir den Carver einrichten. Das heißt, wir geben dem Carver bekannt, nach welchen Dateitypen sollen wir suchen. Und dann können wir loslegen. So, oh, Entschuldigung. Soweit sind wir noch nicht. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Jetzt kommen wir nämlich zur Demo. Ich habe hier mal was vorbereitet. Moment, da muss ich gerade mal hier den richtigen Bildschirm finden. Da ist er. Und freigeben. So. Ich habe hier mal eine Demo vorbereitet. Das ist natürlich jetzt ab hier rüber. So, wir sehen hier also, ich habe hier eine Example IMG, ja, ein Image. Dieses können wir uns mal kurz anschauen. Und zwar, habe das gestern nämlich schon mal alles durchgespielt. So, also ein Image hier und dieses Image mounte ich jetzt mal kurz hier hin. Dev, na komm hier. Dev, also Setup P1 und das geht mal kurz nach hier. So, und wenn ich jetzt nach da hingehe, dann sehe ich hier 1, 2, 3 Unterverzeichnisse. Ich sehe hier eine leere Datei, in der steht, oh, da, die Testdatei. Wenn ich hier nach Bilder gehe, habe ich hier ein paar Bilder. Ich überlege gerade, vielleicht doch den ganzen Bildschirm freizugeben, dann kann ich mir auch die Bilder zeigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sekunde bitte. Ja, das mache ich mal schnell. Moment, ich gebe mal kurz den ganzen Bildschirm frei. Das war jetzt keine Entire Screen. Hopp, gehst du hier rüber, Share. So, ich hoffe, den schieben wir hier mal weg. Ich hoffe, das geht noch und ihr könnt alles soweit trotzdem sehen. Ich bin mir ja gerade nicht so ganz sicher. Kann man das sehen? Mal kurz den Kollegen hier von der Aufsicht. Ja, das kann man sehen, aber du müsstest vielleicht deinen Browser fester minimieren. Das so besser? Genau, das ist besser. Beziehungsweise ich mache den Browser mal zack. So, und dann geht das hier. So, weil dann kann ich nämlich das so machen hier. X. Gucken wir uns mal so ein paar von diesen Bildern an. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe da einfach hier, wie ihr seht, einfach mal eine Handvoll Bilder irgendwo her besorgt. Ich möchte einfach nur zeigen, dass da Bilder sind, ja, dass wir die nachher wieder herstellen. So, ansonsten, was habe ich hier sonst noch? Ich habe hier ein PDF, ein paar PDFs habe ich hier drin abgelegt und ja, das ist, was hier drauf ist. So. Wenn ich jetzt also mal, wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Beispiel, was ich erwähnt habe. Ich mache das hier vielleicht mal noch ein bisschen größer und na, geht nicht. Window. So, wenn ich jetzt also hergehe, und ich überlege mir, ja, ich möchte jetzt quasi das hier wieder loswerden. Dann machen wir mal kurz, wir informieren, wir tun uns hier mal kurz die Partitionstabellen überschreiben oder irgend sowas. Ja. Hier raus, sudo umount. So, also machen wir einmal ein sudo dd if ist gleich. Hopp. Entschuldigung nochmal, ich habe jetzt nochmal von der Technik Ja. nochmal eine Nachricht bekommen, dass du den Browser besser minimieren solltest und dein Terminal kannst du maximieren am besten. Okay, dann maximiere ich so. Sonst Ja? minimiert das alles.
Ich mache mal meine Schrift größer. Ich hoffe, dass die Schriftgröße soweit lesbar ist. Hopp. Ja. Ja. Gerade das, was ich möchte, geht heute wieder nicht. Naja. Okay. Ich hätte den Desktop nicht so wechseln sollen die letzten Wochen. Naja, egal. Jetzt geht's. Also, ich mache hier mal kurz Folgendes. Ich überschreibe mir jetzt. Loop 0. Ja, komm her. Byte Size. So. 12. Count 1. So. Jetzt muss ich aber mal kurz, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht, dass wir hier kurz alles detachen. Hab so vergessen. Und dann können wir das alles nochmal hier wieder reinführen. No such file or directory. War das jetzt blöd? Part scan. Ach so, deswegen. Ach. Entschuldigung, bin aufgeregt. Ah. Wenn ich jetzt hier wieder gucke, dann sehe ich, jetzt ist mir hier meine Partitionierung ist jetzt weg. Ja, ich kann so, ich hätte mir natürlich vorher eine Sicherheitskopie machen sollen, egal. Ich kann jetzt so nicht mehr drauf zugreifen, ist alles weg. Also machen wir Folgendes, wir nehmen jetzt dieses ominöse Testdisk, dieser Testdisk hier für dieses Example 1 IMG. Was ich laufe, hier kriegen wir eine kurze Information, dass ein paar von unseren Platten nur dann sichtbar sind, wenn wir der Root-User sind. Das ist mir jetzt in dem Falle egal, weil ich ja quasi auf diese, also auf dieses Image zugreife und nicht auf fertige vorhandene Platten. Würde auch mit denen funktionieren. Ich könnte hier auch quasi das Ganze mit einem Sudo laufen lassen. Dann würde er sich dann kurz die Berechtigungen holen. In dem Falle brauche ich das nicht. Ich klicke hier einfach auf Proceed. Ihr seht, das ist relativ komfortabel. Dann fragt er mich schon und erkennt, dass diese Partition oder das vorherige, die vorherige Partition wohl ein EFI-GPT war. Ich sage ja. Und er fragt mich, ob ich das Ding mal analysieren möchte. Das tue ich. Und dann sage ich einmal hier Quick Search. Und dann sehen wir hier schon, MS Data ist was gefunden worden. Und wenn ich hier mit P hierher gehe, dann sehe ich, ich sehe hier quasi genau den Inhalt, den ich vorher hatte. Ich sehe hier Bilder, ich sehe hier die PDFs, ich sehe hier Test. Und ihr seht hier schon, hier war mal ein Blafasel-ODT, das hatte ich hier mal früher drauf und habe das dann irgendwo hier nach ODT nämlich kopiert. Das heißt, wir sehen so. Nur ganz kurz der freundliche Hinweis, dass du noch circa 5 Minuten hast. Alles klar. Oh mein Gott. Dann kann ich das hier quasi alles wiederherstellen. Nun, das mache ich, indem ich hier einfach mal, so, na gut, kann ich einmal so machen. Ich markiere mir hier diese Dinger und kann dann sagen, C, ich möchte die Dinger jetzt hier hin extrahiert haben. Dann sind die Dateien wieder hergestellt. Das ist das eine, was ich zeigen wollte. Und das nächste, was ich zeigen wollte, ist, ich kann auch hier nochmal hergehen und kann sagen, na, komm her, write. Dann kann ich diese gefundene Tabelle, diese Partitionstabelle wieder herstellen. Auch das ist möglich. Fragt er mich nach ja. Ich sage okay. Query wieder raus. Quit. Was muss ich jetzt natürlich noch mal kurz machen? Ich muss jetzt noch mal hier lsblk. Das Ding ist noch da, genau. Sudo los setup minus d fürs Detachen. Und jetzt kann ich hier wieder diese hierher führen. lsblk. Ich sehe, es ist wieder da, sudo mount und def lo setup p1 nach mmt. Unten gehe ich nach mmt und dann sehe ich hier, die Singer sind jetzt alle wieder da. Ansonsten, was wir noch sehen konnten, hier befinden sich jetzt, habe ich die Dinge jetzt hingelegt? Ach so. Ja, ihr seht jetzt hier, wären jetzt die Dateien, die habe ich jetzt irgendwo hier hingelegt. Unter Demo.
So, ich habe nur die Datei ausgewählt. Ich habe gerade eben nur das ODT hier wiederhergestellt. Ich habe jetzt hier, seht ihr, ich hätte jetzt hier diese Datei wiederhergestellt. Nächste Möglichkeit, die wir noch haben, um schnell noch den Carver, den einen zu zeigen. Ja, das andere können wir dann gleich in der Nachbesprechung machen. Den Carver zeige ich nochmal kurz. Ich gehe hier wieder nach MNT und mache mir mal Folgendes. Ich mache hier, leider muss ich das so machen, RM-RF. Ich lösche mal alles, was hier drauf ist. Jetzt ist alles weg. Ja? Ich kann hier rausgehen. Und wenn ich jetzt hergehe nach Demo, mache ich mir mal kurz ein Fotorack hier, Fotorack. Verzeichnis und dann gehe ich da rein und starte jetzt mal Fotorack mit eben Example 1 Image. Dann sehen wir auch hier wieder ähnlicher Aufbau wie dieses Testdisk. Ich gehe hier hin und dann sage ich, ich möchte hier, ich könnte jetzt hier die File Options, ich kann hier aussuchen, welche Dateien ich alles haben möchte oder nicht. Momentan ist hier das meiste alles ausgewählt. Deswegen, das lassen wir erstmal so. Wenn ich jetzt hier Search mache, dieses Datei und ich möchte den freien Bereich durchsuchen und das soll er mir hier hinschreiben, dann gehen wir mal kurz durch und wir sehen, wir haben 7 Dateien gefunden. Die befinden sich hier in diesem Rekordier. Und da sehen wir, dass wir hier drin haben, einmal hier eine Handvoll an JPEGs. Wir finden 2 PDFs und wir finden ein ODT. Ja. Und wenn wir genau hingesehen haben, haben wir gesehen, dass vorher nur 3 JPEGs da waren. Das vierte JPEG, das ist hier aus einem der PDFs rausgeholt. Das ist jetzt genau noch eine Sache, die dabei auffällt. Und wenn wir das Ganze jetzt noch mit einem der anderen Tools mal machen wollen, nehmen wir mal kurz Formaust. Ach, komm her, Formaust. Dann gehen wir hier nach Formaust rein. Dann kann ich auch hier sagen, Formaust. Formaust-i. Example. Ach so, naja, gut. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Dann kommt hier dieser kleine Fehler. Das war bei einer älteren Version nicht der Fall. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das liegt, ob das bei mir liegt am Bild. Ich habe das noch nicht rausgefunden. Es funktioniert aber trotzdem. Ne? Dieser Fehler, der jetzt hier gerade sichtbar ist, den können wir erstmal ignorieren. Formaust ist fertig. Auch das hat nie allzu lange gedauert. Hat mir hier ein Verzeichnis namens Output angelegt. Und in diesem Verzeichnis Output finde ich einmal hier diesen Audit-Text. Das ist letztendlich das, was wir hier lesen können. Und dann haben wir hier nach Dateityp sortiert, JPEG, PDF, PNG und ZIP. Was wir sehen hier kein ODT. Das Formaust kennt das Dateiformat nicht. Da muss ich ihm wohl noch die Header beibringen und die Footer. Und dieses PNG und das ZIP, ich habe keine Ahnung, wo er das her hat. Ich habe mir das auch gestern angucken wollen. Das sind einfach nur leere Dateien. So, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das Ganze auch nochmal hier mit Scalpel machen. Scalpel verhält sich ziemlich ähnlich hier. Kann ich sogar hier drin machen. Scalpel. Und unable to open input file. Ja. Scalpel hat jetzt doch ein Problem, weil da noch was drauf zugreift. Wir müssen kurz warten, bis Scalpel fertig ist. Wir würden aber sehen, es sieht quasi die Ausgabe identisch zu Formaust. Er findet sogar dieselben Dinge. So, jetzt sollten wir auch hier, glaube ich, mit den 5 Minuten da fertig genau, sein. Genau, du bist schon. Ich bin schon drüber. Wir treffen uns für all diejenigen, die noch Interesse haben. Dann gehen wir das noch ein bisschen genauer durch und wir können auch noch auf Fragen eingehen. Da gibt es hier, ist der bekannt oder soll ich den bekannt geben? Haben hier einen. Der ist schon bekannt. Der ist schon bekannt. Haben wir noch einen Raum. Und ich habe hier noch das hier. Ich möchte noch mal mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns gleich hier drüben. Vielen Dank.